Gesundheit. Kommen wir hier hinten lang? Muss ich stealthen? Ich darf meine Munition nicht so verschwenden. Dreh dich um. Ganz um. Wenn der hier lang geht, bin ich im Arsch. Wo geht der lang? Komm, Flamme aus, Junge! Hallo. Drehen sich halt leider immer so plötzlich gern mal um. Waren, glaube ich, 3. Das reicht aber auch. Betet der? Mach weiter. Lass dich nicht aufhalten. Ich störe ihn nicht. Was ist hier? Wegen Nägeln. Na gut. Kann man machen. Ich bin irgendwie ein bisschen greedy. Bisschen risky gerade. Vertraue mir zu sehr. Eine Sicherung, okay. So, die 3 hätten wir schon mal. Der hinten, der betet, den müssen wir auf jeden Fall noch holen, denke ich mal. Hier sind eigentlich noch mehr Räume. Aber da hinten kommen wir nicht lang. Glück gehabt. Aber ich glaube, irgendwas war jetzt hinter mir. Nein? Okay. Dann war es der. Irgendwas hat es sehr laut gemacht. Okay, die 4 haben wir. Ach, jetzt können wir hier rein. Was dann alles bei dem scheiß Vierbilder eigentlich mit Feuer zu tun? Geht mir bis heute nicht in den Kopf. Warum muss es ein Drecksfeuerlevel geben? Man braucht Abwechslung, aber Feuer? Ich meine, das würde zu den Wachsfiguren passen, die wir schon kennengelernt haben. Aber trotzdem. Nicht gerade. Cool. Fleisch und Feuer. Ah. Bohnt halt nach. Drecksbähne. Das machen wir mal so.
Wenn da schon eine Spritze liegt, nehme ich die auch mit. So, warte. Ach, da glitzert noch was. Kontrolle ist besser. So. Wo laufen die lang? Man ist, glaube ich, zwei. Ja. Kann ich die mit den Dingern, mit den Säulen hier eigentlich auch gefrieren? Natürlich sind die komplett nebeneinander. Anderes haben wir alle nicht erwartet. So, ich brauche die. Müsste er eigentlich gehört haben. Cool. Ach, es sind sogar drei, da hinten sind auch noch mindestens zwei. Könnten sogar vier sein. Hast du das, wenn die einen verfolgen? Entscheiden sie sich jetzt. Ja, sie sind halt echt so geschrieben, dass sie dich dann erstmal verfolgen, egal wo du lang gehst. Er brennt gerade, das ist nicht gut. Sind so scheiße, die Viecher, die drehen sich immer so gerne um. Ja, also da oben ist noch einer und ich weiß nicht, ob da oben auch einer sein könnte. War's nicht. Der andere jetzt runter? Oh, Leute mal. Richtig Waffe auswählen. Na komm. Hat er die Treppe gefunden? Ja, leider. Psst. Er hat uns nicht gesehen. Ah, doch, hat er. Hat er nicht? Hä? Was ist das für ein Troll? Kommt der jetzt da runter oder nicht? Wenn die nicht mehr brennen würden, würde alles schneller gehen. Und du musst halt jedes Mal warten, bis die nicht mehr brennen. Dann musst du aber das abtimen mit der Zeit, die du brauchst, um dich an den Rand zu sneaken. Dann kannst du ihn erdolchen. Oder ermessern. So, wir haben jetzt zwei erschossen. Also einen geschockfroren und erschossen und einen erschossen. Und den Rest haben wir gestealtht. Wird schon, wird schon. So, dürfen wir jetzt gehen? Stimmt. Ich habe aber halt immer das Gefühl, dass wir noch etwas anderem begegnen werden, weswegen wir Munition sparen sollten. Nö. Nö. Warum will jeder Union kontrollieren? Es ist nicht mal real. Union ist besser als die Realität. Union ist Morbius. Ihre Geister sind damit verbunden. Union zu kontrollieren heißt, sie zu kontrollieren. Und mit ihnen kontrollieren man die Welt. Wenn sie denken, ich helfe einem Arschloch wie ihnen, Arschlöcher wie die zu übernehmen, sind sie verrückter als gedacht.
Das Witzige ist ja, die einzigen aus Mobius, die hier mit drin sind, sind wir und ein paar Techniker. Die anderen haben wir mittlerweile alle schon getötet. Und das interessiert Mobius den Scheißdreck, was mit denen passiert. Die sind entbehrlich. Deswegen würde ihm das gar nichts bringen. Aber gut, wenn er das nicht sieht. Boah, das erinnert mich an Laura. Oh, nee, Laura. Einer der beklopptesten Bossfights waren. Die mussten wir ja mehrfach fighten im ersten Teil. Laura? Wieso wird hier gespeichert? Warum gibt es die zwei Wege? Ich finde es kacke, dass es hier zwei Wege gibt. Ich weiß gar nicht, welcher ist der richtige und welcher falsch ist. Hier das Manuskript 2. Ich glaube, hier geht es weiter und ich weiß gar nicht, da müssen wir mal da oben gucken. Wenn ich zum Kern geworden bin und diese neue Welt in einer Vorstellung errichtet habe, wird die Realität schnell folgen. Genau. Er denkt einfach, er ist Gott. Das ist schon echt langweilig mit dem. Mobius hat bereits in allen Bereichen der Gesellschaft Fuß gefasst und sie waren dumm genug, sich selbst eine tickende Zeitbombe ins Gehirn zu pflanzen. Sie sehen sich als Wölfe und den Rest als Schafe. Aber ich bin der Hüter und warte nur darauf, die Wölfe zu erlegen, wenn sie nicht aufpassen. Sobald Union in meine Händen fällt, sind die Tage von Mobius gezählt. Bla, bla, bla. Glaubt aber auch nur er. Obwohl Maiwa ja auch irgendwie eine Idee hatte, wie sie Mobius von innen zerstören sollen. Hier kommen wir noch nicht lang. Und dafür mal gucken. Okay. Die Spur nehme ich immer mit. Hoffe ich. Hey. So spät haben wir es doch noch gar nicht. Es ist 12:30. Ich gehe jetzt nochmal schnell wegen Munition und so. Speichern. Boah, das kostet mir übelst viel, die Schrotflinten-Muni. So. Schade. Nice. Ja, an Gel haben wir, glaube ich, nicht so viel. Nee, wir sparen. Das heißt, speichern. Und dann weiter. Obwohl ich dann nochmal gucken muss, ob wir noch eine Dia haben. Ja, Katze. Wir haben keine Dia. Gehen 4 Dias oder so. Das ist voll ärgerlich. Eine dürfte ja eventuell noch kommen. Aber ich glaube, die anderen 3 kriege ich nicht noch. Ich will wieder zurück zur Katze. Da war es schöner. Geht's hier nicht weiter? Gott. Ich würde anfangen, Kaffee zu trinken. Hä? Aber da oben ging es doch gar nicht weiter? Oder bin ich blind? Ja, bin ich. Die alte Leier.
Ach komm schon. Schade. Konnte ihn nicht zerstampfen. Hinter uns. Er schlägt halt immer Luft. Luft ist böse. Obwohl Luft eigentlich durch den Sauerstoff das Feuer nährt. Jetzt. Wieso wedelt die Tür da hinten so? Ach, weil dahinter was ist. Ein Feuer und ein normaler Zombie mindestens. Told you. Ach komm schon, es wäre sowas von was geworden. Mann, der hat eine scheiß Maske auf. Ich glaube, wir müssen einfach hier den Hebel umlegen. Ich vermute ja ein bisschen, dass da immer wieder was spawnt. Oh nein, es spawnen neue. Ich, ach komm schon. Spam jetzt mal ganz schnell die Taste und hoffe, dass wir durchkommen. Unentdeckt zwar nicht, aber das habe ich auch nie behauptet. Scheiße. Muss ich hier irgendwo lang? Ja, ich treffe halt auch überhaupt nicht. Es sind zwei. Es sind drei. Ach komm schon, warum sind es drei? Auf engen Raum. Ja, nimm meinen Kopf. Viel Spaß damit. Hä? Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie auf Zeit irgendwie da hinten, irgendwie hinter das Gitter kommen. Das spawnen drei Seite Dreckskackviecher. Ich dachte, ich muss irgendwie hier hin. Spawnen drei Seite Drecksviecher. Erwartet. Ich hab eine Überraschung für euch. Könnte ich mir eigentlich mal wieder auf die Taste legen? Hm, eine hebe ich mir noch auf. Probieren wir es doch mal. Weil das ist ja irgendwie auf Zeit scheinbar.
Fuck, die da hinter mir. Ah, oh, fick doch die Waldfee. Warum muss das mir immer anspringen? Warum geht's hier? Hä? Was? Was? Geil. So habe ich mir das vorgestellt. Explosionsfallen vor dem Wind. Anscheinend klappt es halt auch. Gott. Hast du die Viecher? Weil die einen immer so unverhofft anspringen können. Aber gut. Ich wusste nicht, dass wenn ich eins zu dir in die Tür aufgeht. Hätte ich ja nicht riechen können. Aber wir haben es geschafft. Können Sie sich abschminken, mein Freund. Alter, oh. So ein Fahrstuhl kommt mir leider sehr bekannt vor. Gehen wir mal ganz fix speichern. Weiß nicht, brauche ich Munition? Zur Munition können wir auch noch schnell machen. Habe ich zu viel Gel? Ja, Gel kann man nochmal machen. So. 100. Ja, lohnt nicht. Aber das lohnt nochmal. Jo. Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Ich hab's schon vermisst. Hadi, ich brauche ein Upgrade. Nichts halt irgendwie was. Ich habe zu wenig Gel. Stealth. Wo du bin. Und tschüss, Teddy. Jo, helfen wir hier nochmal.